ein See verschwindet. Dass der Klimawandel endgültig bei uns angekommen ist, zeigt sich am Beispiel des Neusiedlersees. Der Wasserstand ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Fische verenden massenweise und treiben Experten Sorgenfalten auf die Stirn. Viele Maßnahmen zur Rettung des Sees liegen auf dem Tisch. Naturschützer sind der Meinung, man solle nicht noch weiter in den Lauf der Natur eingreifen. Wie steht es um die Zukunft des Neusiedlersees und um die Menschen, die von ihm und um ihn leben? Zum Thema Neusiedlersee im Profiltalk heute Sebastian Hofer, Profiljournalist und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Sebastian, ich starte mit dir. Wie schlimm ist es denn bestellt um den Neusiedlersee? Wie dramatisch ist die Situation? Es sieht auf den ersten Blick sehr dramatisch aus zumindest. Also das ist mit freiem Auge erkennbar, wenn man da einmal um den See fährt. An allen Strandbädern steht das Wasser sehr tief. Die Boote, die noch da sind, viele sind ja auch schon abgezogen worden, liegen tief im Wasser. Manche brauchen Leitern, um überhaupt runterzukommen vom Steg. Der Schlamm steht in der Rusterbucht bis 10 cm unter das Wasser. Es ist schon ziemlich dramatisch. Ja. Dramatisch auch, wenn das Profil sogar sich dieses Themas eben mal annimmt. Wie seid ihr darauf gekommen, das jetzt wirklich mal sich auch genauer anzuschauen, Christian? Genau, das ist genau die richtige Frage. Wir sind kein Regionalmagazin, wie wohl Profil in Wien und rundherum wahrscheinlich die Hälfte der Auflage verkauft und auch online dort abgefragt wird. Aber der Neusiedlersee steht eben symptomatisch für die Veränderung der Natur in Österreich, europaweit, global. Wir sehen ständig Gletscherschmelzen, weil das dramatische Bilder gibt. Jetzt ist Gletscherschmelzen betrifft im Endeffekt weniger Menschen als zum Beispiel der Neusiedlersee und Wasser und so weiter. Jetzt haben wir den Neusiedlersee, weil es so dramatisch ist, genommen, um der steht pass pro toto für das, was die Menschheit durch den Klimawandel schon angerichtet hat. Das ist eine Geschichte, die wir lange diskutiert haben, so wie die meisten Titelgeschichten, und eben draufgekommen sind, ohne dass es da viel Gegenstimmen gab in der Redaktion, dass man kaum einem Naturereignis besser zeigen kann, wohin das alles führt. In dieser Geschichte wird das ist ein poetischer Abgesang eigentlich. Man könnte es sehr dramatisch sagen auf die Menschheit. Das ist vielleicht zu dramatisch, da der Unterton, wie oft beim Sebastian Hofer, eigentlich ein freundlicher ist, aber da der Unterton doch ein apokalyptischer ist. Und diese poetische Geschichte ist angereichert mit Fakten. Historisch, aber eben auch damit, was Biologen, Klimaschützer, Wasserforscher, würde ich erst fast sagen, jetzt dazu sagen. Und so versöhnlich. Ich spreche jetzt vielleicht zu viel, aber wir sprachen darüber. Der Abschluss der Geschichte war fast schon ein bisschen zu versöhnlich. Wir haben es dann noch einmal dann doch wieder dramatisiert, um es dorthin zu bringen, wo es nämlich wirklich ist. Es ist dramatisch und es geht nicht nur um den Neusiedlersee. Jetzt sagen viele, die den Klimawandel auch vielleicht sogar verleugnen oder sagen, das ist nicht menschengemacht. Am 1965 war der Stand des Neusiedlersees zum letzten Mal so niedrig. Ist es jetzt wirklich dem Klima geschuldet oder? Also die Aufzeichnungen, von denen wir jetzt reden, also die Wasserpegelstände, die wurden ab 1965 sozusagen in der Zeitreihe festgestellt, weil zu dem Zeitpunkt eine neue Schleuse gebaut wurde am sogenannten Einserkanal. Das ist der südliche, früher Abfluss des Neusiedlersees. Damals wurde der Pegel sozusagen leicht gehoben, künstlich gehoben. Also der Neusiedlersee ist, so wie wir ihn kennen, ja auch zumindest zu einem Teil ein Kulturprodukt. Also es ist kein Naturzustand, den wir da vorfinden. Aber seitdem gab es weniger Schwankungen als davor. Davor war der See starken Schwankungen unterworfen. Seit dieser Schleusenregelung war er stabilisiert und ist aber in den vergangenen 2 Jahren, eigentlich schon 5 Jahren, dramatisch am Sinken. Es kommt einfach, der lebt vom Niederschlag, es kommt zu wenig Niederschlag, es ist zu heiß, das Wasser verdunstet schneller, als es irgendwie wiederkommt. Und das macht sich jetzt einfach sehr stark bemerkbar. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn da wirklich jetzt auch als Mensch noch dagegen setzen? Wie kann man, man kann ja nicht den Wasserschlauch reinhängen und schauen, dass der Neusiedlersee sich wieder langsam füllt. Aber was ist denn da angedacht oder in welche Richtung wird das gehen in Zukunft? Es ist die Frage, ob wir jetzt nur über den Neusiedlersee sprechen oder insgesamt über das Überleben der Menschheit. In der Geschichte kommen viele
Personen zu Wort, die darüber sprechen, was man jetzt prinzipiell kurzfristig machen kann. Ob jetzt die Zuleitung, ich glaube, vom Donauwasser im weitesten Sinne mit Ungarn, ob das eine Möglichkeit ist. Die Frage, inwieweit Bewässerung rundherum jetzt eine Rolle spielt für den Neusiedlersee, nein, weniger, sondern eher für die Salzlaken, Salzlaken, dort spielt es eine größere Rolle. Das heißt, ja, es geht sehr stark in der Geschichte auch darum, was könnte man konkret am und rund um den Neusiedlersee machen, um ihn zu retten, ohne wiederum zu sehr einzugreifen, das bei Wasser aus der Donau zum Beispiel, glaube ich, ein Problem wäre, insgesamt in das ökologische Gesamtmuster. Es ist ja nicht so, dass dort das ein Glas Wasser ist, das wir da trinken und das unseren Biohaushalt nicht stören würde. Also sehr, sehr heikel. Aber es geht, wie gesagt, insgesamt ja darum, was sich da österreichweit, europaweit, global verändert, und das wird angeteasert in der Geschichte. Eben, viele Maßnahmen liegen auf dem Tisch, aber würde das nicht auch alles zu lange dauern, auch vielleicht so umzusetzen? Klimaschützer sind ja offenbar auch dagegen. Klimaschützer weniger, es geht jetzt eher um den Naturschutz rund um den See. Naturschützer, im, ja. Also dort im Seewinkel vor allem. Da gibt es auch gute Argumente, wie ich finde, dafür, dass man das so lässt einfach. Also es trocknet aus. Ist so. Also der Landwirt und der Touristiker, die da in der Nähe arbeiten und tätig sind, würden das anders sehen natürlich. Also es ist ein sehr komplexes System und es hängen wahnsinnig viele Faktoren daran, ökologische, aber auch ökonomische. Und insofern ist es jetzt kurzfristig wahrscheinlich unlösbar. Also kurzfristig muss man auf Niederschläge hoffen, also das so traurig das ist. Und also diese Zuleitung, die da angedacht ist, also ich sehe das nicht in den nächsten 2 Jahren. Also wenn dann, das wäre schon flott sozusagen. Ne? Aber würde er wirklich austrocknen, also wirklich das Wasser versiegen? Wäre das ein mögliches Szenario? Es ist möglich, es ist auch schon passiert in der Vergangenheit. Also es ist schon lange her, 150 Jahre, aber damals war der Neusiedlersee komplett ausgetrocknet. Also das Potenzial dazu hat er. Ist eine flache Lacke. Ne? Also da ist jetzt ungefähr 1 Meter Tiefststand. Und das kann dann auch sehr schnell gehen. Gilt ja als das Meer der Wiener, wenn es das nicht mehr gibt, kommen wir alle zu dir und den trauen Sie, lieber Christian. Gerne auch mit ShowTV ja. Im Rahmen des Tiefenrauschprojektes. Genau, der ist noch über 190 Meter mehr verraten. 191. Ja, 191, es gibt neue Messungen. Wir schauen mal. Ist aber tatsächlich der Fall. In meinem Segelclub in Ebensee kommen Boote, die vom Neusiedlersee gebracht werden und dort gewässert werden und am Abend wieder rausgeholt werden müssen, weil am Neusiedlersee Segeln inzwischen für sehr viele Boote unmöglich wurde. Eben, da sieht man es schon. Und ich will noch mal zurück auf dieses Symbol. Es ist das Meer der Wiener eben, wie ich schon angesprochen habe. Was bedeutet denn das auch, wenn der Neusiedlersee nicht mehr wäre, auch für die Menschen dort, für den Tourismus, für die vom Neusiedlersee oder um den Neusiedlersee auch leben? Ich glaube, es ist in Wahrheit eine Katastrophe, wiewohl die Touristiker in der Geschichte das nicht so sehen wollen, die sich auch darüber beklagen, dass die Medien zu viel darüber berichten würden, dass es zu sehr zugespitzt ist. Die Touristiker sagen, naja, es sind nicht weniger Leute da, die sind vielleicht weniger am See, aber die gehen Fahrrad fahren und betrinken sich vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Nein, so sagen sie es nicht. Aber natürlich wäre das nördliche Burgenland ohne den Neusiedlersee, der Gin Tonic oder eher der weiße Spritzer am Seeufer eines Sees, das es nicht gibt, vermutlich keine gute Zukunftsperspektive. Mhm. Was hast und die toten Fische dann noch, die herumliegen. Ja, nicht das schönste Bild, sagen wir es mal so. Was hast du so herausgefunden, auch mit den Menschen, mit denen du vielleicht auch gesprochen hast, oder was ist da zu hören aus der Region, Sebastian? Die meisten wollen es sozusagen nicht wahrhaben, wie schlimm es wirklich ist. Ich glaube, man hat ja eben schon immer wieder sozusagen diese Schwankungen erlebt und auch mal heiße Jahre, also 2003 war so ein besonders hitzereiches Jahr, wo auch der See stark gelitten hat. Und so die Erfahrung der Vergangenheit hat ihm gezeigt, irgendwie geht es dann schon wieder. Ne? Es wird schon wieder werden. Und ich glaube, diese Hoffnung ist noch sehr stark drinnen. Und ich fürchte, dass diese Hoffnung diesmal an die Wand fahren wird, wenn ich das so sagen kann. Also wenn man jetzt wirklich darauf hofft, dass sich das natürlich wieder reguliert,
wird man möglicherweise enttäuscht werden. Wenn ich jetzt so schaue, so generell Gletscherschmelze, kein Schnee im Winter, im Sommer vielleicht keine Seen mehr oder der Neusiedler sieht ja austrocknet. Inwiefern muss denn Tourismus anders gedacht werden auch in Zukunft in Österreich? Am besten, das ist übrigens ein Team gewesen, also Sebastian Hofer, Christina Hiebtmeier und Emilia Gabsch, die ausgeschwärmt sind, viele Gespräche geführt haben. Ja, natürlich müsste es anders gedacht werden. Gletscherskifahren ist im Endeffekt vorbei. Ich weiß nicht, ob es immer sinnvoll war. Beim Bergsteigen ist es auch ein bisschen schwieriger geworden, weil der Berg brüchig wird und manches gefährlicher wird. Der Tourismus muss anders gedacht werden. Nur, ich sage nochmal, es geht nicht nur um das Ökonomische, um die ökonomischen 10 Prozentpunkte, die am BIP aus dem Tourismus kommen, sondern es geht insgesamt ums Überleben der Menschheit in dem Zusammenhang. Und der Tourismus ist hoffentlich, so wie der Neusiedlersee, ein gutes, schlechtes Symbol dafür, dass es 11:55 ist. Dankeschön euch beiden. Alles über die Dramatik der Situation am Neusiedlersee lesen Sie im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.